Ich werde jetzt hier das Getriebe vom Motor abbauen, werde mich dann um den hinteren Teil des Fahrzeugs noch kümmern, weil dann noch ein paar Teile abbauen, die ich so brauche. Ja, Getriebe ist ja hier vorne sehr stark kaputt. Motorteile und ja, fangen wir an. So Leute, Projekt ist zu Ende. Ich habe leider doch nicht so viele gute Teile drin gefunden, wie ich dachte oder erhofft habe. Aber egal, das was ich habe, das reicht mir aus. Der Motor scheint wirklich heile zu sein. Ja, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Ciao.